Harald und du, ihr habt den Volker als Pianisten ausgesucht. Wie kamt ihr auf ihn und was war so das Besondere? Also es stimmt nicht ganz, du hast nicht ganz recht, ja, weil das war eigentlich die Konstellation, die dazu geführt hat, den Volker zu fragen. Ich spiele ja immer echt super guten Band mit einer wahnsinnig tollen Sängerin, Cabanas. Die Sängerin sitzt übrigens hier. Und habe mit dem Harald so ein bisschen so ein Gitarrenrock-Trio gehabt. Ja. Und da waren wir irgendwie nicht so richtig zufrieden. Und haben irgendwie gesagt, Mensch, man sollte mal ein bisschen Jazz machen und so. Das wäre aber unser beides Ding. Harald kommt auch ein bisschen vom Big Band-Schlagzeug her. Und dann habe ich gedacht, man, die zwei, die müssten eigentlich irgendwie gut harmonieren, das könnte funktionieren. Ja. Mhm. Und dann haben wir mal die erste Probe gemacht und das war, wusste jeder sofort, aha, das klappt. Das, ja, das weißt du ja, das klappt. Mhm. Das sind manchmal so die gleichen Wellenlängen, mhm, und so. Mhm. Und das war ganz toll. Also okay, war richtig schön, war eine gute innere Stimme, die da gesagt hat, schau mal, ob das geht. Ja. Ja. Du machst Musik eigentlich im Nebenberuf und was hat dein, oder hat dein anderer Beruf auch was mit Musik zu tun oder wie lässt sich das so vereinbaren? Nee, mein anderer Beruf hat eigentlich gar nichts mit Musik zu tun, ja, hat was mit Menschen zu tun eigentlich. Ich bin eigentlich Bierbrauer und also im Verkauf hauptsächlich tätig und da kommst du mit vielen Leuten in Verbindung, was ja eigentlich der Ziel auch von der Musik sein sollte. Ja. Mhm. Oder finde ich immer im Prinzip. Ja. Ich bin, es ist wichtig, dass die Leute irgendwie angesprochen werden. Mhm. Ja. Im Nebenberuf ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber manchmal nimmt es ganz schön viel Zeit ein. Und es ist relativ schwierig, manchmal die Energie aufzubringen, dann immer von einem Ding ins andere zu springen. Ja. Mhm. Wobei, wenn du dann gestresst ankommst und dann ein bisschen Musik machst, und wenn es gut ist, dann bist du irgendwie wieder aufgeladen. Ja. Das ist also schon eine tolle Sache. Ja. Mhm. Gab es in deinem Leben mal einen Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest immer Musiker sein? Ja, da war ich so 20, 21 und habe damals im Landesjugend Jazz Big Band Baden-Württemberg, das ist so eine Auswahl gewesen, gespielt. Und die haben alle gesagt, geh doch, mach Musik, geh Musik studieren, mhm, und so, ja, in Köln damals. Und da habe ich wirklich sehr lange mit mir gerungen, ja, ob ich das machen soll. Und habe mich dann aber schlussendlich dann doch für die Brauerei entschieden. Habe es natürlich logischerweise bereits schon wieder bereut, teilweise. Und manchmal denke ich aber auch, ich weiß nicht, wenn ich nur von der Musik leben müsste, ja, dann hast du natürlich auch so gewisse Nachteile. Ja. Du kannst dadurch, dass du nur einen anderen Beruf hast, kannst du immer noch ein bisschen so eigentlich das machen, zu was du Lust hast. Ja. Und musst dann nicht irgendwie, weiß ich, noch Tanzmusik oder so, wem Geld einfach machen. Ja. Mhm. Mhm. Also von dem her, ich glaube, die Entscheidung war richtig. Ja. Ja, ja. Und vielleicht wird es ja noch was, kann ja sein. Ja. Ja. Ja, Stichwort Tanzmusik. Welche Musikrichtung hörst du so in deiner Freizeit gerne? Und wann und wie hörst du die? Bist du so einer, der eher sich bedudeln lässt? Oder hörst du ganz bewusst? Suchst du Sachen aus? Oder wie? Also ich lasse mich nicht bedudeln. Ja. Mhm. Bei mir läuft relativ selten das Radio oder so im Auto, in der Autofahrt manchmal. Manchmal kommt es darauf an, wenn du was hörst oder wenn jetzt du irgendwie was daherbringst und sagst, das muss man mal anhören oder das mal anhören, mhm, dann höre ich mir das an. Und wenn es mir gefällt wenn es mir sehr gut gefällt, ja, dann höre ich das rauf und runter irgendwie, bis ich es irgendwie drin habe oder so. Mhm. Ja. Was in letzter Zeit passiert manchmal ist so, dass von ganz von früher, also gerade so Teenager und so, dass ich da plötzlich wieder Sachen mal wieder anhöre, ja, mhm, und sagen muss einfach, wow, das war einfach tolles Zeug. Ja. Mhm. Aktuell höre ich gerade Reggae und zwar Peter Tosh. Ja. Okay. Ich finde es auch ganz interessant, wenn du dann mal wieder Platten immer mal wieder anhörst, nach einiger Zeit, ja, da hörst du was ganz anderes plötzlich, ja, mhm, wie du am Anfang gehört hast. Mhm. Und ansonsten meine großen Favorites, sage ich mal, ist also Miles Davis, das ist klar. Stones höre ich zum Beispiel auch gern. Mhm. Und Bach. Okay. Das gefällt mir gut. Ja, gut. Ja.